der Sternmönch war schnell geholt. Freut mich. Auf jeden Fall. 116. Okay. Schauen wir mal weiter. Intergalaktische Bossparade. Also es ist so ein Boss Rush oder sowas. Wurde den Titel Galaxienmeister. Okay, ich will den Titel. Ich wusste nicht mal, es existiert, aber jetzt will ich ihn. Ja, das sieht aus nach vielen Bossfights hintereinander tatsächlich. Und ich habe die Befürchtung, die Kometenmission dazu wird, mach alle Boss hintereinander, aber du hast nur ein Leben. Oder ein HP. Oder nennt es, wie ihr es wollt. Das ist meine Befürchtung, dass ich das jetzt hier nur so aus Spaß und Freude hier mache und danach fängt die Challenge erst an. Okay, aber nette Idee natürlich, das Level so einen Boss Rush zu machen. Okay, der ist ja noch wirklich einfach. Stage 1. Ah, da ist die Münze. Okay, die hat auch seine Musik. Okay, ich mache mal folgendes. Ich versuche den erst zu besiegen und dann versuche ich mich um die Münze dazu kümmern. Tada. So, es muss gleich richtig im Rhythmus hier laufen. Jetzt noch einmal. Ah, jetzt spuckt er diese Dinger noch aus. Die irgendwie nicht sterben wollen, so wirklich. Ich habe die Dinger verpasst, leider. Ja, die haben mich ein bisschen gestört, muss ich sagen. Aber sind die überhaupt. Doch, ich kann sie. So kann ich sie töten. Okay. Anscheinend durch Schütteln oder so kriege ich die nämlich gar nicht weg. Oder ich darf einfach nicht, obwohl es funktionieren sollte. Ach, da ist sogar noch so ein Ding an hier. Okay. Jetzt ist das ja wirklich Easy Mode. Ich fürchte, wirklich die nächste Mission wird mit nur eins, ne? Das schaffen. Also ich meine, theoretisch bis hierhin hätte ich es ja auch geschafft. Schauen wir mal, wie gut ich mich hier noch mache. Also wie ging der nochmal? Ich muss warten, bis er hochkommt, oder? Ich habe ein bisschen vergessen, wie er funktioniert. Deswegen gut, dass ich hier eigentlich nochmal Übung habe. Ich muss nicht warten, bis er rauskommt, den einfach schütteln dann. Scheint nicht so zu klappen, wie ich es mir vorstelle. Nee. Wie ging der denn nochmal? Muss ich in seiner Nähe eine Standverteidigung machen? Ja. Dann, okay, gut. Jetzt habe ich's. Jetzt habe ich es verstanden. Habe ich halt vergessen, ne? Oh, jetzt geht aus die Mucke los bei ihm. Eigentlich ja böse, weil er macht ja eigentlich schon sein Ding. Jetzt erst versucht er mich irgendwie anzugreifen. Aber vorher hat er eigentlich gar nichts Böses gemacht. Oh, ich sehe schon, danach kommt der Dings, der Geisterboss. Ist das jetzt die zweite oder die dritte Form, weil wir ja am Anfang schon mal getroffen haben? Okay, ich glaube, das war's. Ja. Okay. Der Boss mit Checkpoint. Also wenn das nächste Level dann auch ein Checkpoint hat, bin ich sehr dankbar, aber ich kann es natürlich nicht garantieren. Eigentlich fürchte ich sogar, das wird nicht passieren. So, das ist dieser Steingeist. Der war nicht ohne. Ich meine, der ist ja auch aus Mario Galaxy 1 straight übernommen. So, der ist auch ordentlich lang.
langer Fall, nämlich ist das. Okay, ein paar schwarze Steine. Super, da. Okay, jetzt ist er das. Bomben. Oh, ist das interessant. So, das war jetzt seine erste Form, denke ich. Und jetzt kommt er nochmal wieder. Mit Steinhänden. Ich glaube, irgendjemand hat mal so ein Video gemacht, in dem der ausgesagt hat, dass Nintendo es wirklich liebt, so Steinhandbosse zu machen. Dass echt eine Menge davon in Zelda und Mario Spielen gibt. So, müssen einmal die Hände kaputt machen. Also eigentlich müssen wir ihn, das war knapp, erwischen. Okay, da bringt eine Münze, dieser Stein. Ist auch nicht relevant für mich. Wollen ja an sich ihn treffen, um seine Hände beschützen. Ich weiß nicht, ob die immer wieder neu spawnen. Ich glaube aber. Okay, wir gehen einfach mal in die Richtung. So, was nicht. Also, was eine scheiß Idee ist, ist. Das war jetzt blöd. Ist die Richtung mittendrin zu ändern. Das Einzige, was mich halt irritiert hat, sind halt diese. Fuck, das Ding spawnt echt wieder. Ja, und das kann auch passieren. Diese Wände. Boah, ich erwische ihn aber super, weil er gerade gar keine Punch auf seine Defensive geachtet hat. Ja, die meine Steingeister können auch. Nicht meine Steingeister, meine Dingsgeister, Bombengeister, können auch seine Rinne treffen und dann sind die weg. Ich hab's mit dem See. Und der eine war doch noch hier. Okay, und wir haben ihn erwischt. Und danach geht's noch weiter tatsächlich. Also, scheiße, ich habe ein bisschen erhofft, so das war's so mit ihm. Aber danach kommt noch ein Piranha auf ganzer Viech. Der war auch gar nicht einfach, muss man sagen. Also nicht so einfach, dass man ihn easy schafft, ohne sich einmal treffen zu lassen. Ja, wir dürfen natürlich auch nur treffen, wenn kein Feuer dran ist. So, das ist halt wie der erste Boss, nur in schwierig. Und Feuer. Feuer um sich. Oh, das war meine Gelegenheit. Und weg ist sie. Ah. Ja, hallo. Ich warte. Ja, gut. Also, ich versuche mich schon darauf vorzubereiten, dass ich mich nicht einmal treffen lassen darf. Aber dafür muss auch meine Defensive stimmen, wisst ihr? Ach du Scheiße, das war jetzt unausweichbar, was der gerade gemacht hat, ne? Also jetzt einfach auf mich draufgespuckt. Ja, okay. Okay, also ich freue mich schon, den Boss, ohne mich einmal treffen zu lassen. Nicht mal in 1 Million Jahren, liebe Freunde. Nee, boah, also ich verliere so schon, also. Okay. Ich habe gesagt, der Boss wird nicht leicht. Er besiegt mich. Er besiegt mich sogar in diesem Modus schon, wo ich 6 Lebensbalken habe. Wie soll ich denn das mit einem schaffen? Ich verliere. Krass, ich verliere. Ich gebe mir Mühe. Ich schaffe das nicht. Ich habe dich geschüttelt. Oh mein Gott. Wir dürfen jetzt erstmal den Geisterboss wieder machen. Und ich habe jede Zuversicht verloren, diesen Fight jemals zu schaffen in der nächsten Version. Ich habe nicht mal mit 6 bestanden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit 3 bestehen soll. Und ich weiß nicht, wie ich danach mit 1 bestehen soll. So, jetzt schon mal 2 Treffer. Wie? Also, wenn er in seiner dritten Form ist, vorbei. Dann spuckt er erstmal auf mich drauf. Erstmal ist das schon der Grund zum Sterben. Und selbst wenn ich das irgendwie noch schaffe auszuweichen, ich krieg ihn nicht mehr. Ist vorbei. Das
hatten alle anderen davor nichts dagegen. Zumindest soll ich das jetzt skippen, weil ich das am Arten. Ja. Also ich fühle mich doch etwas eingeschüchtert gerade. Okay, es ist wunderbar, dass er immer die Hände hoch macht. Oh. Ah, ich glaube, ich werde aber in seiner Steinart nicht vorbei. Okay. Gleich wieder spawnen, das heißt, ich warte darauf, dass er schnell mal ein paar Bombengeister droppt. Okay, da spawnt die wieder die Hand. Oh, super! Okay, das ist nicht gut. Schön erwischt. Okay. Ja, aber jetzt kommen wir erstmal wirklich zum eigentlichen Problem hier, ne? Der Typ! Keine Chance. Das Einzige, was noch nett ist, ist, dass ich so diese Cutscene jetzt immer so überspringen darf. Hm. So, bis hierhin geht das ja noch. Uah, ja. Er überrennt mich einfach. Komm, mach Bett. Und die Münze hätte ich auch noch ganz gerne, wenn es doch geht. Super. Okay, und da sind wir wieder. Also, er spuckt mich an. Also, ich habe keine Chance. Entweder ich wäre gerade ausgelaufen und hätte mich von ihm überrennen lassen. Oder ich hätte mich von ihm anspucken lassen. Nee, doch. Ja, doch. Überrennen oder anspucken. Und jetzt schaffe ich es schon wieder nicht. Also, es ist Wahnsinn. Komm, nein. Schade, das wäre die Gelegenheit gewesen. Da ist er. Ja, aber trotzdem, also ohne Treffen und dann immer wieder von vorne machen, ich habe jetzt schon keinen Bock drauf. Ich sehe schon, komm, wird scheiße, wird nicht toll. Oder es wird ein Boss Rush auf Zeit. Wäre besser, aber ich hoffe es auch, aber ich glaube es nicht. Ich hoffe, aber ich glaube es nicht, dass es einfach so ein auf Zeit rennen wird.